Ich habe die Frage etwas allgemeiner formuliert, als Sie es in Ihrem Programm vorgefunden haben. Und ich will einiges an Antworten auch jetzt schon vorformulieren, indem ich eine zweite Frage stelle, nämlich was brauchen wir eigentlich, um die Kinder möglichst kompetent, also soweit es unsere Möglichkeiten eben zulassen, dabei unterstützen, also beim Spracherwerb unterstützen. Und was wir brauchen dafür ist unverzichtbar das Wissen über Sprache, das Wissen über das Ziel der Reise, wo soll es denn eigentlich hingehen, was ist das Erwerbsziel, was sind die Aufgaben und Herausforderungen. Wir brauchen auch Zeit, denn und wir brauchen also Kommunikationsstrategien, denn der Spracherwerb funktioniert nun mal nicht telepathisch. Und ich denke, das ist etwas, was man auch der Bildungspolitik immer wieder ganz deutlich sagen muss. Wir brauchen auch Wissen über Mehrsprachigkeit. Ist sie denn nun ein Störfall oder Glücksfall? Auf alle Fälle ist sie ein Normalfall, wie ich immer wieder betonen werde. Und wir brauchen Wissen über die verschiedenen Spielarten des Spracherwerbs. Dazu werde ich später etwas sagen. Über die Systematik und die Dynamik des Spracherwerbs, die Phasen und die die Entwicklungsschübe, die wir dabei auch feststellen. Und dann natürlich ist es wichtig, dass wir auch uns diejenigen von uns, die jedenfalls mit Förderung betraut sind, mit pädagogischen Aufgaben auch betraut sind, dass wir ein bisschen etwas wissen über die Komplexität von Diagnostik und von Förderung. Denn es gibt ja diese allgemeine Strategie, dass man denkt, Sprache sollte doch sehr schnell zu diagnostizieren sein, also der Sprachstand, also Diagnostik light, nicht? Und das funktioniert einfach nicht. Ich meine, wenn Sie zum Orthopäden gehen, weil Ihr Knie wehtut, dann sagt er eigentlich auch nicht als erstes, soll ich es schnell oder soll ich es richtig machen, nicht? Und ich denke, bei der Sprache meint man immer noch, es müsste das alles im Hauruck-Verfahren ergeben. Und dagegen sollten sich alle die Professionen auch zur Wehr setzen, die wissen, wie komplex die Sprache und wie komplex das Sprachverhalten ist. Ja, zum Einstieg einmal die guten Nachrichten. Ich habe hier ein Zitat von einem Psycholinguisten, dem früheren Direktor des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen, dem Herrn Lehfeld. Und er sagt hier, we homo sapiens are fanatic speakers. Most of us talk for several hours a day. And when we're not chatting with others, we are probably talking to ourselves. Und ich würde da gerne noch eine weitere Nachricht hinzuschieben, nämlich wenn wir mehr als einen Mund hätten und mehrsprachig sind, dann würden wir auch in mehr als einer Sprache gleichzeitig reden. Weil wie in dem Kerngedanken Ihres Netzwerks auch die Sprachen in unserem Gehirn sehr eng vernetzt sind miteinander und daher auch den rapiden Wechsel von einer Sprache erlauben. Also da wir nur einen Mund haben, müssen wir das alles etwas serieller machen. Aber ich zeige Ihnen nachher an Beispielen, wie rapide der Wechsel von einer Sprache zur anderen erfolgen kann und wie viel Kompetenz sich dadurch auch feststellen lässt. Ja, planen, sprechen und interpretieren, und das wurde eben in der Einführung auch schon gesagt, sind nicht nur unsere ständigen Begleiter, sondern, und das wurde betont, gehören zu unseren komplexesten Leistungen. Also die Sprachproduktion ist motorisch ausgesprochen komplex. Die Sprache ist sozial komplex, also die Empathieleistung, die wir da erbringen müssen, ist enorm. Und natürlich auch insgesamt, was unsere Kognition angeht, ist die Sprache tatsächlich eine sehr, sehr komplexe Leistung. Und wir können uns damit trösten, dass Sprache und Sprechen einerseits ein Geschenk unserer Gene sind, also auf uns in die Wiege gelegt sind, aber andererseits auch ganz spezifische Erfahrungen und Anregungen brauchen. Und Sprache hängt nicht zuletzt ganz eng mit unserem Selbstwertgefühl, mit unserer Identität zusammen. Und vergessen wir nicht, Sprache macht auch Spaß. Und schon Kinder haben, also im Idealfall, sehr früh Spaß an Sprache. Und um Ihnen zu illustrieren, wie spontan unser Spaß an Sprache auch funktioniert, zeige ich Ihnen das mal anhand eines kleinen Gedichtes von einem relativ bekannten, aber schon jetzt inzwischen verstorbenen Kabarettisten, dem Heinz Erhardt. Der sagte mal, das Krokodil schwimmt im Nil, denn schwimmt es in der Mosel, wär's ein Krokodosel. Also sehen Sie, dass wir spontan reagieren auf diesen Spaß mit an diesem Unsinn eigentlich, an diesem Wortspiel. Und die Werbung macht sich natürlich diesen spontanen Spaß, den wir haben,
zunutze. Also hier das erste Beispiel habe ich mal im Winter an einer Tankstelle notiert, leise Dieseln im Schnee. Dann in einem Mövenpick-Restaurant, selten so gelaxt, Reklame für ein Fischmenü an einem Freitag. Und Sie sehen, das kann man nur verstehen, wenn man auch eigentlich, das, wenn man das Lied kennt, leise rieselt der Schnee, oder wenn man nur den Spruch kennt, also selten so gelacht. Wenn man das nicht weiß, dann geht dieser Spaß natürlich oder geht dieser Witz daran verloren. Man fragt sich, was ist daran eigentlich so komisch oder so interessant. Und also man muss also eine ganze Menge wissen, um so etwas zu interpretieren. Und das ist natürlich ganz besonders komplex. Das stand mal vor Jahren auf dem Wahlplakat einer deutschen Partei kurz vor der Wahl. Die Würde des Menschen ist kein Konjunktiv. Also um das zu verstehen, muss man wissen, was ein Konjunktiv ist. Ja, man muss wissen, dass das Wort Würde als Verb gedeutet ein Konjunktiv wäre. Nicht? Man hat vielleicht sogar den Gedanken an Kant, nicht? Also die Würde des Menschen, da steckt eher der moralische Imperativ dahinter, nicht? Also Konjunktiv, Indikativ, Imperativ. Also Sie sehen an den meisten Bürgern geht dieser Spaß hier oder die Herausforderung wahrscheinlich irgendwo vorbei, nicht? Weil man ganz multiple Interpretationsmöglichkeiten dabei hat. Also sehr anspruchsvoll. Ich fand das damals einen sehr mutigen Wahlspruch und fand das geradezu genial und habe dann spontan angehalten und habe mir das schnell notiert, bevor ich das wieder vergesse. Ja, also wenn wir mal berücksichtigen, dass wir eine ganze Menge von Kompetenzen haben, Sprachkompetenz, sind wir damit auch schon gleich gerüstet für relativ komplexe Aufgaben, zum Beispiel für das, was wir in Orientierungs- und Bildungsplänen finden, hier aus einem Orientierungsplan in Baden-Württemberg. Da wird von den angehenden Pädagogen und Pädagoginnen eben dann verlangt, dass sie in der Lage sein sollten, also wahrzunehmen und zu beobachten und dann auch regelmäßig zu dokumentieren. Und zwar was? Also den Entwicklungsstand und dann die Entwicklungsfortschritte jedes Kindes, also auch noch sehr individuell. Wir können uns fragen, sind denn unsere Frühpädagogen, Pädagoginnen in den Kitas oder auch in den Pädagogen in den Grundschulen, sind sie dafür eigentlich ausgerüstet? Haben wir ihnen dafür das Rüstzeug mitgegeben? Und ich kann zumindest für Deutschland sagen, dass das nicht der Fall ist, nicht? Also einerseits haben wir diesen Anspruch und gleichzeitig aber lassen wir die Leute vielfach allein, wenn es darum geht, diese Aufgaben umzusetzen, oder wir suggerieren ihnen irgendwie, dass das einfach geht durch irgendein Beobachtungsverfahren, als ob man nicht für die Beobachtung extrem hohe sprachwissenschaftliche Kompetenzen bräuchte beispielsweise. Jetzt wollte ich Ihnen gerne mal einen Selbstversuch ermöglichen und wollte Sie einfach bitten, mal hier hinzuhören, da drauf zu hören. Und liest du gerne, weil dein Lieblingsfach ist ja Deutsch. Magst du auch lesen? Ja, ich mag Märchen. Märchen? Und was erzähl mal dein Lieblingsmärchen? Mir gefällt am meisten Dornröschen. Dornröschen, warum? Wegen die Feen und der Spinde. Und ich hab's auch. Und ich mag einfach Märchen, weil ich auch eigene Märchen habe. Weil ich auch Märchen mache. Ja. Wie erzähl mal? Noch nicht so ganz fertig, weil ich das in der Schule mache. Ah, okay, also in der Schule musst du dir selber Märchen schreiben und da bist du noch nicht ganz fertig. Ja, und in der Klasse, ich lüge dich nicht an, wir machen doch auch eigene Geschichten und so. Und ich habe immer die beste Geschichte, das finde ich auch schön. Und wir haben auch eine eigene Zeitung gemacht. Ich habe ein Foto von der Schule gemacht. Da konnte man voll schön die Schule sehen. Ich habe ein Interview von unserer Klasse gemacht. Von unserer Klassenlehrerin. Ich habe auch einen Artikel über die Schüler und über Trainingsraum. Und was hast du da gefragt, deine Lehrerin? Was für Fragen? Was hast du da geschrieben? Wie heißen Sie? Haben Sie Kinder? Was sind Ihre Hobbys? Also was du ganz Zeit?
mir fragst. Okay. Und es hat dir Spaß gemacht? Ja. Und weißt du dann auch schon, willst du später dann auch mal sowas machen, so Journalismus oder so, weil im Theaterstück machst du es, bist du auch Interviewerin und der Schule macht es dir Spaß. Weißt du schon, was du später mal werden willst? Ich will ganz Lehrerin sein. Ich habe meine Klassenlehrerin beobachtet und dachte, es ist ein toller Job. Ich weiß, dass, ich denke nicht, dass es leicht ist, aber ich will auch Kinder was beibringen. Und das gefällt mir. Weißt du, welche Fächer? Fächer. Wenn es klappt, will ich Klassenlehrerin sein. Aber wenn es nicht klappt, dann denke ich mir Musik oder Deutschlehrerin. Okay. Also das war ein kleines Mädchen mit tunesischem Arabisch als Erstsprache. Sie hat im Alter von 3 Jahren, 4 Monaten zum ersten Mal Kontakt mit dem Deutschen gehabt, als sie in die Kita kam. Die Eltern sprachen kein Deutsch. Und sie wurde jetzt hier interviewt von einer Studentin, die jetzt nicht als Interviewerin ausgebildet war, aber die den gleichen sprachlichen Hintergrund hat. Die ist mit den doppelten Erstsprachen, tunesischem, Arabisch und Deutsch aufgewachsen und war für uns daher auch die ideale Verbindungsperson, um mit den Eltern in Kontakt zu treten, sodass wir das Kind, das wir am Anfang 2 Jahre lang alle 2 Wochen aufgenommen haben, während der ersten Phasen des Spracherwerbs, um sie hinterher auch immer mal wieder zu interviewen. Also wenn wir jetzt viel Zeit hätten, würde ich Sie fragen, was Ihnen da aufgefallen ist. Natürlich ist Ihnen allen aufgefallen, dass das Genus bei Spindel nicht stimmte, nicht? Dass Sie sagte, das Spindel beispielsweise. Das fällt einem sofort auf, aber welches Kind in Ihrem Alter kennt denn sonst das Wort Spindel überhaupt noch, nicht? Könnte man sagen, nicht? Ihr Kasus ist auch einmal abweichend bei mit die Feen, sagt sie, anstatt mit den Feen. Aber wenn ich Sie jetzt fragen würde, und wie oft hat der Kasus gestimmt? Wie oft hat das Genus gestimmt? Also der Kasus in den meisten anderen Fällen war völlig in Ordnung. Abgesehen von so kleinen Formulierungen wie, was du die ganze Zeit mir fragst beispielsweise, aber auch das findet man in deutschen Dialekten ja auch schon sehr unterschiedlich. Ansonsten konnte man sagen, dass der Wortschatz ja sehr differenziert ist, das haben Sie alle gut hören können, also einen sehr elaborierten Wortschatz. Sie haben auch gehört, dass sie ihre Versprecher korrigiert hat. Sie sagt einmal, ich mag einfach Märchen, weil ich auch eigene Märchen habe und das war ein Versprecher. Das korrigiert sie sofort, weil ich auch Märchen mache. Sie betont das auch so. Und dann gibt es ganz nette metasprachliche Kommentare. Nicht? Ich lüge dich nicht an, also das stimmt. Wir machen eigene Geschichten. Ich habe immer die beste, und dann korrigiert sie das zum Standard, also den Dialekt zum Standard. Beste Geschichte, das finde ich auch schön. Sie hören auch hier, wie stolz das Kind ist. Und offensichtlich hat sie ja auch die Pädagogen und Pädagoginnen in ihrer Umgebung, die sie dafür loben, was sie da tut, nicht? Vergessen wir auch nicht, dass nicht nur wir die Kinder beobachten sollen, dass die Kinder natürlich auch uns beobachten. Und sie hat hier offensichtlich ein wunderbares Vorbild gehabt, nicht? Sie möchte so sein wie ihre Lehrerin. Also im Grunde haben wir hier doch eine bildungspolitische oder eine bildungsbiografische Perspektive, wie wir sie uns noch nur wünschen. Nicht? Das Kind hat hier die Rollenvorbilder gehabt und an denen sie sich orientieren kann. Sie möchte selbst Lehrerin werden, da ist sie noch ganz offen, was das denn nun wirklich sein sollte. Sogar Deutschlehrerin zieht sie also in Betracht. Inzwischen ist sie übrigens im Gymnasium und jetzt findet sie Latein viel interessanter. Latein wäre doch die Mutter so vieler Sprachen. Also hier einmal ein Beispiel und ist ganz interessant, wenn ich das jetzt auch gerade vor Studierenden der Pädagogik einmal habe, dann kommt also zuerst ganz stark das, was alles noch nicht in Ordnung war. Und ich möchte halt, dass wir die Perspektive wechseln, nämlich mal sehen, was alles im Grunde schon da ist, nicht? Und dazu brauchen wir aber auch eine Einsicht in die grundlegenden Baupläne. Also Sie müssen wissen, in welcher Hinsicht Ihr System eigentlich schon tatsächlich so ist wie Ihres und meines. Nämlich, dass sie zum Beispiel die Grundstrukturen der deutschen Sätze natürlich bestens erworben hat. Hatte sie übrigens schon nach 1,5 Jahren Deutschkontakt. Darauf komme ich nachher noch zurück. Also sie weiß zum Beispiel natürlich, dass die Verben im Hauptsatz in der zweiten Position stehen und dass die Partizipien oder Infinitive hinten am Satz stehen. Das habe ich jetzt hier nochmal anhand der Beispiele notiert. Also im Deutschen gibt es diese ganz wichtigen Säulen, die durch die Verbstellung charakterisiert sind. Nicht? Also im Hauptsatz stehen die Verben vorne,
die finiten Verben, die mit dem Subjekt übereinstimmen, und im Nebensatz stehen sie hinten. Ist im Grunde ganz einfach und das wissen die Kinder eigentlich relativ früh. Kinder, die Deutsch als Erstsprache erwerben und einen ungestörten Spracherwerb durchlaufen, wissen das mit 2,5 bis 3 Jahren, für den Nebensatz mit etwa 3 Jahren. Und diesen Kontrast sehen Sie hier auch sehr schön. Ich mag einfach Märchen, weil ich auch Märchen mache. Nicht? Also im Hauptsatz das Verb da vorne, im Nebensatz davor, das Verb da hinten. Warum im Nebensatz hinten? Naja, da ist vorne einfach kein Platz. Da sitzt ja schon was, da sitzt diese Konjunktion, weil. Also das ist die grundlegende Architektur des deutschen Satzes. Man muss, um die Sprachentwicklung der Kinder zu beurteilen im Bereich der Grammatik, gar nicht wahnsinnig viel wissen, aber mindestens das muss man eigentlich aus dem FF beherrschen. Und das nochmal ein Beispiel aus diesem kleinen Ausschnitt eben. Ja, das Problem ist nun, dass Sprache eigentlich beobachtungsfern ist und komplex. Also ich kann Ihnen die Sprache nicht zeigen, wie ich hier meine Fernbedienung zeige oder eine Broschüre. Sprache ist kein Objekt. Wir können sie nicht direkt beobachten, sprachliche Kompetenz auch nicht. Die befindet sich ja sehr gut verborgen im Kopf. Wir können also nur aufgrund von Äußerungen, entweder gebärdet oder gesprochen, können wir darauf schließen, was jemand eigentlich an Sprachkompetenz hat oder geschrieben beispielsweise. Und das Ganze ist eben komplex. Also wir haben Sprachproduktion, wir haben Sprachverstehen. An allem sind unterschiedliche Ebenen beteiligt, nicht also ganzes Netzwerk. Nicht? Wir haben also wir haben das Lexikon, wir haben dann das Herz der Sprache, nämlich die Grammatik. Das werde ich Ihnen nachher noch ein bisschen verdeutlichen. Wir haben ganz unterschiedliche Arten von Systemen, die Prosodie, wir haben die Lautsysteme. Also ganz viele Dinge müssen da eigentlich zusammengebracht werden. Und idealerweise sollte es auf all diesen Ebenen stimmen. Und die einzelnen Ebenen können auch separat voneinander gestört sein. Also das ist auch ganz interessant. Und dann beherrschen wir natürlich auch als sogenannte monolinguale Sprecher schon unterschiedliche Stile oder in der Linguistik sagt man dann auch unterschiedliche Register. Wir schreiben auch alle anders, als wir sprechen. Und dann beherrschen wir oft noch unterschiedlichste Dialekte. Also aus Sicht der Linguistik gibt es den einsprachigen Menschen eigentlich gar nicht. Der ist eine Fiktion. Schließlich gibt es noch unterschiedliche Modalitäten, über die sich die Sprache äußert, oder die Sprachproduktion äußert, über den Laut, über die Gebärde beispielsweise nicht. Dann ist der Spracherwerb komplex. Es gibt ganz unterschiedlichste Erwerbstypen. Und je nachdem, wann wir anfangen mit dem Spracherwerb und wie lange und intensiv unser Sprachkontakt ist, ist das Ergebnis eben auch ein anderes. Und schließlich, das wissen Sie ja auch aus eigener Erfahrung, ist das kommunikative Verhalten komplex. Wir müssen ja nicht reden, nicht? Also es ist daher auch ganz leicht, jetzt jemanden zu unterschätzen, nur weil er oder sie nichts sagt. Oder auch jemanden zu überschätzen, weil wir meinen, er oder sie hat etwas verstanden, was die im Grunde nicht verstanden haben. Auch das wissen wir aus eigener Erfahrung. Wir haben alle schon mal über Witze gelacht, die wir zuerst gar nicht verstanden haben. Ich zeige Ihnen nachher so ein Beispiel auch, nicht? Und von daher, wir haben gelacht, weil andere auch lachen und weil das auch höflich ist, dann sich den anderen anzuschließen. Also es ist ganz leicht, hier zu falschen Diagnosen zu kommen, wenn man jemanden einfach nur beobachtet. Jetzt möchte ich überleiten zu einem kurzen Exkurs über die Mehrsprachigkeit, denn unsere Einstellung zur Mehrsprachigkeit ist eigentlich sehr gespalten. Und wenn man in Deutschland die Zeitungen aufmacht, kann man seit 10 Jahren eigentlich fast in jeder Zeitung täglich irgendeine Anmerkung über Sprache finden. Und das sieht dann manchmal so aus hier, Deutsch und Zähne schlecht, also hier aus einer Vorschuluntersuchung in Berlin. Dann hier, jedes 5. Schulkind spricht kein Deutsch, aus dem Jahre 2007. Inzwischen sind die Zahlen dann noch wesentlich dramatischer. Also in Mannheim oder in Ludwigshafen hat jedes 2. Kind inzwischen einen Migrationshintergrund. Es gibt Schulklassen, da haben sie 100% Kinder mit Migrationshintergrund, dann nicht deutscher Erstsprache. Dann Schulen im Ausnahmezustand, da in diesem Artikel ging es dann über die vielen Fehlzeiten der Lehrer, also der Unterricht fällt oft aus. Und ich habe das mal rausgegriffen, weil da auch immer wieder von der Halbsprachigkeit der Kinder die Rede ist. Also aus linguistischer Perspektive gibt es keine halben Sprachen. Nicht? Es gibt mehr oder weniger differenziert erworbene Systeme, aber es gibt jetzt nicht so etwas, wo also man sagt, also die haben nur die Hälfte der grammatischen Strukturen erreicht. Also das ist sowas, das ist ein Konzept, das man im Grunde aus seinem mentalen Lexikon verdammen darf. Nicht?
verbannen darf. Entschuldigung, darf es verdammen und dann verbannen. Okay. Schlechtes Deutsch, wenig Disziplin, keine Manieren, das zeichnet in Deutschland anscheinend alle Jugendlichen oder die meisten Jugendlichen insgesamt aus. In Mathe sind sie dann auch noch schlecht. Ja? Also wenn man so eine Überschrift liest, fragt man sich natürlich, wer hat hier eigentlich keine Manieren, nicht? Das ist doch auch keine besonders geglückte Formulierung, um die sprachlichen oder die Kompetenzen eines Menschen zu charakterisieren. Nicht? Besonders schön ist es dann, dass man oft sieht, dass es gar nicht um Sprache geht, ne? Also wer kein Deutsch spricht, soll gehen, ja, solle Deutschland gefälligst verlassen, aber die EU-Bürger wären nicht betroffen. Da ist die Sprachkompetenz dann völlig irrelevant. Ja? Und dann ist es dann immer wieder schön, wenn man sieht, dass Nachbarländer umgekehrte oder ähnliche Probleme haben. Also hier eine Schweizer Politikerin, die sich über das Hochdeutsch beschwert. Also in Städten wie Stuttgart und Mannheim wäre man ab und zu mal ganz froh, wenn man ein bisschen Hochdeutsch hören könnte, egal wo man sich da befindet. Ja. Aber ich sag dann immer, im Notfall können wir das Hochdeutsche ja aus der Schweiz dann wieder importieren, wenn es denn aus Deutschland ganz verschwunden ist. Nicht? Also da sehen Sie auch sehr viel Ideologie dahinter, nicht? Und man sieht es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Was interessant ist, ist auch, dass manchmal in der Presse dann auch über Mehrsprachigkeit auf sehr eigenartige Weise berichtet wird. Also hier, da ging es um einen Tagungsbericht, da fand vor 2 Jahren eine Tagung statt am Institut für deutsche Sprache in Mannheim und das Thema der Tagung war das Deutsch der Migranten und die Wissenschaftler, die dort vorgetragen haben, haben alle sehr positiv berichtet über die Varietäten des Deutschen, die von Migranten gesprochen werden, aber die Überschrift sagt wieder etwas ganz anderes, nicht? Also der Tenor der Tagung war positiv, was die Mehrsprachigkeit angeht und die Überschrift, Mehrsprachigkeit, muss kein Manko sein. Also eigentlich ist sie ein Manko, aber sie muss es nicht sein, nicht? Wenn man das mal so richtig liest. Am selben Tag erschien in der gleichen Zeitung ein Bericht über den doppelten Erstspracherwerb mit einer Warnung davor. Also man solle die Kinder in der Familie möglichst nicht mit 2 Sprachen aufwachsen lassen, weil es zu Verzögerungen käme. Und man berichtet hier über eine Tagung, die in Kanada stattgefunden hat. Dieser Bericht ist völlig unsinnig und gibt auch nicht das wieder, was bei der Tagung gesagt wurde. Wenn man auf die Homepages der Wissenschaftler geht, die da berichtet haben bei der Tagung, sieht man das sehr deutlich. Aber dieser Unsinn, der durch die Presse geht, verunsichert natürlich die Leute, die Familien, die ihre Kinder mehrsprachig erziehen, ganz gewaltig. Und das ist jetzt nicht aus dem Mittelalter, nicht? Also hier, das war gar nicht mal so lange her. Dann gab es vor einigen Monaten in der Presse in Süddeutschland, also in Baden-Württemberg, gab es einen Bericht darüber, dass man jetzt vorhabe, Türkisch als weitere Fremdsprache im Gymnasium einzuführen. Und dann wurde ich von einer Zeitung um ein Interview gebeten. Eine der ersten Fragen, die man mir stellte, ist die hier, ob das nicht dem Erwerb der deutschen Sprache schade. Und Sie können sich wahrscheinlich jetzt schon vorstellen, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, haben Sie sich schon mal gefragt, ob Englisch oder Latein oder Biologie oder Mathematik dem Erwerb des Deutschen schadet? Nicht? Und der Mann, der mich da interviewt hat, hat dann auch gelacht und hat dann auch natürlich gesehen, wie auch ideologisch geprägt schon wieder allein diese Frage war, die er mir da gestellt hat. Aber das ist eine Frage, die sicherlich dem sagen wir mal, Normalbürger relativ leicht einfällt in diesem Fall, ohne dass man merkt, wie unsinnig das eigentlich ist. Ja, unsere Gesellschaft ist geprägt von sehr vielen Widersprüchen und von Doppelmoral. Nicht? Europa hegt die Vision der Dreisprachigkeit seiner Bürger und Bürgerinnen, also da ist Mehrsprachigkeit ein Vorteil und dient der Verständigung und der Harmonie. Gleichzeitig tun wir uns sehr schwer, die Artenvielfalt, also die real existierende Artenvielfalt, linguistische Artenvielfalt an unseren Schulen wertzuschätzen. Wir sind relativ hilflos im Umgang mit mehrsprachigen Kindern, die alle die sehr viele Kompetenzen ja mitbringen und sehr viel Sprachkompetenz mitbringen. Also wir sehen diese linguistische Diversität einerseits als Wettbewerbsvorteil auf den internationalen Märkten und gleichzeitig stellen wir ständig den Mehrwert der Muttersprachen von Zuwanderern in Frage. Nicht?
Wir internationalisieren unsere Unis wie doll. Also das ist jetzt für Deutschland sehr charakteristisch. Wir sind sehr tolerant, was die Sprachkompetenzen von Professoren und Professorinnen aus anderen Ländern angeht, die wir zu uns an die Unis holen. Wir sind sehr tolerant, was die Sprachkompetenzen der Studierenden angeht, die aus Korea oder aus anderen Ländern zu uns kommen und weder besonders gut Deutsch noch besonders gut Englisch sprechen, nicht? Da zeigen wir große Toleranz, aber an Kinder in unseren Schulen legen wir Maßstäbe an, die ganz anders sind. Also beispielsweise bei der Beurteilung eines kindlichen Aufsatzes, in dem nun grammatisch alles stimmte, hat mir eine Lehrerin gesagt, sie könne den Aufsatz trotzdem nicht als gut bewerten, der habe ja auf einer Seite dreimal einen Satz mit ich angefangen. Nun war es so, dass auf dieser Seite 6 Sätze mit einem Ich anfingen. Das hat die Dame, die das hier kritisch äußerte, nicht gemerkt, weil davor kein Punkt war, sondern ein Strichpunkt und ein Und. Und das hat man dann nicht als einen neuen Satz erkannt. Nicht? Schön finde ich es auch immer, wenn Kinder ermahnt werden, nochmal im ganzen Satz. Nicht, was sollen Kinder daraus schließen? Dass nur Erwachsene in Halbsätzen reden dürfen? Das ist ja kein Satz, nicht? Das ist ein Fragment eines Satzes, nochmal im ganzen Satz. Also Erwachsene dürfen sowas sagen, nicht? Aber Kinder sollten so etwas nicht tun, nicht? Also das ist so ein bisschen lustig, nicht? Aber letztlich zeigt es doch, dass wir sehr unkritisch mit unseren Erwartungen umgehen. Und das betrifft auch die Diagnostik, denn mehrsprachige Kinder werden in der Regel immer noch an ungeeigneten Normen gemessen, nämlich Normen, die in Instrumenten entwickelt oder die in Instrumenten vorliegen, die eigentlich für die Unterscheidung von Kindern mit Sprachstörungen, also typisch entwickelte und atypisch entwickelte Kinder entwickelt wurden. Und zwar für monolinguale Kinder. Und in dem Bereich haben diese Instrumente natürlich ihre Berechtigung und haben sich auch bewährt. Aber jetzt einfach diese Instrumente zu nehmen und die Kinder, die Zweitsprachlerner sind, daran zu messen und an den gleichen Normen zu messen, ist natürlich sehr fragwürdig. Das ist genau so, als ob man Sie oder Sie nach einem halben Jahr Englischunterricht oder Französischunterricht an den Kindern in Lyon oder in London gemessen hätte. Also wenn man das gemacht hätte, stellen Sie sich vor, Sie waren jetzt im Gymnasium und nach kurzer Zeit hat man Sie verglichen mit den monolingualen Kindern in anderen Ländern, dann wären Ihre Eltern doch sehr schnell, glaube ich, Sturm gelaufen und hätten dagegen protestiert. Aber das ist eigentlich die Regel in unserer Beurteilung der Kinder mit Migrationshintergrund. Und die Kontaktzeit und die Lerngelegenheit werden nicht berücksichtigt. Ich zeige Ihnen am Schluss noch, was man gewinnen kann, wenn man sie berücksichtigt. Und schließlich haben wir auch viele unrealistische Erwartungen und Forderungen an Eltern, also gerade auch an Eltern aus Familien mit Migrationshintergrund, denen wird dann in Deutschland jedenfalls, wurde denen lange gesagt, auch gerade von der Bildungspolitik, sogar von unserer Integrationsbeauftragten, sprecht Deutsch zu Hause. Das sagt sie inzwischen nicht mehr. Also auch Politiker sind dann lernfähig, nicht? Darauf muss man auch setzen. Wir können alle gut lernen, also auch. Die Politiker sind noch lernfähig, denn natürlich können sie nicht Deutsch mit den Kindern oder können sie ihnen den Kindern nicht das Deutsch anbieten, was die Kinder eigentlich brauchen, wenn sie es selbst nicht beherrschen. Also Kinder brauchen sprachlich kompetente Vorbilder. Dass die Eltern dann Deutsch lernen sollen, das steht für mich eigentlich außer Frage. Das hat einen ganz anderen Hintergrund. Indem die Eltern Deutsch lernen, zeigen sie den Kindern, Lernen ist wichtig, Sprachenlernen ist wichtig und diese Sprache ist für uns wichtig. Also sind gute Rollenmodelle, wenn sie Deutsch lernen, aber sie können in der Regel jetzt kein Rollenmodell sein für die Satzklammer oder für die Feinheiten des Wortschatzes. Warum? Weil sie das selbst erst lernen müssen und da können die Kinder das sehr viel schneller, wenn sie kompetente Sprachmodelle haben. Ich zeige Ihnen jetzt abschließend, dann komme ich zum Ende dieses Teils hier auch nochmal ein Beispiel. Das ging durch die Mannheimer Zeitung. Das war ein Erfolgsbericht nach einem Jahr Förderung in einer Schule. Da wird also gesagt, wir haben Kinder, die haben in einem Diktat Anfang des Schuljahres mit einem Diktat mit 70 Wörtern 60 Fehler gemacht. Jetzt machen sie nur, das nur war hier unter, also markiert, nur noch 25, auch wenn das immer noch eine 6 ist. Also 6 im deutschen Schulsystem, die schlechteste Note, schlechter geht's nicht. Ja. Für die Kinder aber in Kevins Kosmos ist es ein Erfolg. Also ich weiß nicht, würden Sie das als Erfolg sehen, wenn Sie sich signifikant verbessern, aber eigentlich sowieso nie auf einen grünen Zweig kommen?
Und angenommen, Sie machen am Schluss alles grammatisch richtig, dann sagt man Ihnen noch, ja, du hast aber dreimal einen Satz mit ich angefangen. Also eine 2 kann es sowieso nicht werden, auch wenn alles andere stimmt. Ja. Also die Kinder haben eigentlich keine Chancen. Ne? Und das ist jetzt, das gilt natürlich nicht für jedes Kind und nicht für jede Schule und nicht für jede für alle Lehrer. Ich generalisiere jetzt ein bisschen, ich übertreibe. Und Sie sind ja sowieso ausgenommen, Sie unterrichten ja nicht in diesem Umfeld, das ich hier als Beispiel zitiere. Ne? Also wir geben Kindern im Grunde keine faire Chance. Und vergleichen Sie damit jetzt mal, was über das frühe Fremdsprachenlernen gesagt wird. Also in Baden-Württemberg können Sie ab Klasse 1 Englisch lernen und in der Rheinschiene bei Freiburg Französisch. Und dann wird Ihnen das als didaktischer Hinweis mit auf den Weg gegeben. Sprachrichtigkeit ist nicht das entscheidende Kriterium. Die und Fehler werden stets als produktive Zwischenstufe im Sprachlernprozess angesehen. Das ist eine ganz andere Einstellung, nicht? Aber Kinder mit Migrationshintergrund, die haben dann in dem Englischunterricht gute Chancen, muss man sagen. Das machen sie auch gern, haben auch oft viel bessere Noten als in anderen Fächern. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Lehrer gar nicht von ihnen erwarten, dass sie schon Englisch und Französisch können beispielsweise. Aber man erwartet das natürlich, dass sie für das Deutsche etwas können, was sie gar nicht können, weil, wie gesagt, der Spracherwerb ja nicht telepathisch funktioniert und irgendjemand muss ihnen ja erst einmal die Sprache angeboten haben. Und das ist in vielen Fällen eben noch nicht ausreichend der Fall. Jetzt ganz unter uns, bevor wir dann wirklich auf den Spracherwerb eingehen, ganz kurz mal die Frage, die Gretchenfrage, was wäre denn eigentlich für uns perfektes Deutsch? Ja? Also wenn Sie in Stuttgart leben, könnten Sie mit dem Butter durch das Tunnel fahren. Das können Sie in Mannheim schon nicht. Da wäre es die Butter und der Tunnel. Ich weiß nicht, wie das hier bei Ihnen ist. Joghurt, das oder der. Bonbon auch genauso. Radio ebenfalls. Trampel gibt es der, die und das. Na, übrigens, ja. Dann Mail, da wissen Sie selbst, dass Sie, die meisten Leute sagen wohl die Mail, jedenfalls in Deutschland. Viele sagen aber auch der Mail, einige sagen das Mail. Oder das Mail ist die zweithäufigere und der Mail gibt es aber auch. Wir müssen ja, wenn wir Wörter aus anderen Sprachen integrieren, müssen wir die ja mit unserem Genus versehen. Und das kommt natürlich, da gibt es auch Variationen dabei. Die Python, der Python, finden Sie manchmal in dem gleichen Bericht über eine Schlange eben dann beides gleichzeitig. Ja? Dann, was die Grammatik angeht, ist auch ganz interessant. Ich nehme mal an, das könnten Sie hier auch sagen. In Norddeutschland können Sie das nicht, dürfen Sie das nicht sagen, das ist ungrammatisch. In Köln müssten Sie sagen, wen glaubst du, hat er gesehen? Also für mich aus dem süddeutschen Raum stammend geht das auch wunderbar. Die Mannheimer Variante klingt für Sie wahrscheinlich schon ein bisschen seltsam. Schwes, wenn das sehr hosch. Ne? Versteht man in Hamburg absolut nicht. Der Peter hat die Maria gesucht, geht Ihnen und mir locker über die Lippen. In Flensburg würde man Ihnen eine Sprachtherapie anraten, weil Sie den Artikel beim Eigennamen verwenden. Also je weiter südlich Sie kommen, desto verpflichtender wird der Artikel beim Eigennamen. Im Norden müssen Sie ihn weglassen. Fallen Sie auf, wenn Sie das so sagen. Dem Papa sein Buch ist für den Süden Deutschlands also ein ganz gewöhnlicher possessiver Dativ. Im Norden ruft das Lachstürme hervor, weil es eine Spitze ungebildeten Sprechens repräsentiert für einen Sprecher aus Hamburg oder Hannover beispielsweise. Größer wie und größer als ist im Süden gleichberechtigt. Ja. In Göttingen ginge das überhaupt nicht. Ich sage, für die Mama ist für die Süddeutschen und die Sprecher süddeutscher Dialekte unverständlich. Das ist Ruhrgebietsdeutsch, heißt ich sag der Mama. Ich sag der Mama, würden Sie wahrscheinlich auch nicht verstehen. Ne? Und was ganz interessant ist, ist, wenn ich so einen idiomatischen Ausdruck habe, das passt wie die Faust aufs Auge, das können wir da mal eine kleine Probe machen. Wenn ich sage, das passt ja wie die Faust aufs Auge, für wen von Ihnen klingt das so, als ob ich gesagt hätte, da passt ja was? Würden Sie sich mal spontan melden, bitte? Okay, müsste ein Drittel bis die Hälfte sein. Okay, ich danke Ihnen, dass Sie so mutig sind, ja, ohne zu wissen, worauf ich hinaus will, nicht? Also es gibt entweder die eine oder die andere Interpretation. Also Sie konnten diejenigen, die jetzt sagen, für mich geht das nicht, haben sich jetzt nicht umgeguckt. Sie haben jetzt gar nicht gesehen, wie viele Hände das aber positiv verstehen würden. Also wenn ich Sie nachher frage, wie hat Ihnen mein Vortrag gefallen? Und dann sagen Sie, hat ja für unsere Tagung über Netzwerke gepasst wie die Faust aufs Auge. Dann muss ich erst mal fragen, welcher Gruppe Sie angehört haben.
bevor ich weiß, ob das jetzt Kritik war oder ein Kompliment. Also, um das abzuschließen mit der Mehrsprachigkeit. Sie ist weltweit Normalfall, also kein Störfall. Und Mehrsprachigkeit bedeutet nicht perfekt gedoppelten Wortschatz oder völlig ausgewogene Sprachkompetenzen. Oder bedeutet auch nicht, dass man alle Sprachen gleich gerne oder akzentfrei spricht, auch wenn man sie in der frühen Kindheit erworben hat. Oder dass man die Sprachen brav getrennt verwenden oder immun ist gegenüber Interferenz. Wie gesagt, die Sprachen sind ja in einem engen Netzwerk miteinander verknüpft. Vielmehr bedeutet Mehrsprachigkeit idealerweise eben Zugang zu mehr als einem symbolischen Markt. Man kann einfach mit mehr Menschen reden. Ein Mehrwert an Repertoires und Entscheidungsfreiheit. Bedeutet auch Arbeitsteiligkeit. Also je nach Kontext sprechen Sie eher in der einen oder anderen Sprache. Je nach Gewohnheit können Sie über das eine oder andere Thema auch eher differenziert in der einen als in der anderen Sprache sprechen. Mehrsprachigkeit bedeutet auch oftmals die Dominanz einer Sprache oder eben die Präferenz für die eine. Und das kann sich im Lauf eines Lebens immer wieder ändern. Und es gibt sowohl gewisse Slowdown-Effekte gegenüber den sogenannten monolingualen Sprecher als auch Überlegenheit im Bereich der metasprachlichen Fähigkeiten. Also jemand, der mehrere Sprachen beherrscht, wäre vielleicht etwas langsamer, wenn ich sie auffordern würde, ihn oder sie auffordern würde, jetzt Bilder, die ich zeige, in nur einer Sprache zu benennen. Also ich zeige ein Bild vom Hund und sage vorher, also ich möchte jetzt, dass Sie mir nur auf Französisch antworten. Sie sprechen aber noch Deutsch und Englisch und weiß der Kuckuck was nicht. Also das heißt, dann müssen Sie ja, sind Sie ein bisschen langsamer als ein Muttersprachler, weil Sie die anderen Sprachen, die ja konkurrierend im Hintergrund lauern, die müssen Sie erstmal unterdrücken und das kostet natürlich auch ein bisschen mentale Energie. Und gleichzeitig ist diese Konkurrenz im Kopf aber wohl auch eine positive Herausforderung und soll angeblich auch, das können Sie dann auch in der entsprechenden Fachliteratur lesen, das kognitive Altern so ein bisschen herauszögern und vielleicht sogar Demenz. Also da gibt es dann mal etwas positivere gestimmte DPA-Mitteilungen zu entsprechender Forschung. Mehrsprachigkeit bedeutet auch immer Mehrstimmigkeit. Und ich habe ein Forschungsprojekt in den USA durchgeführt mit deutschen Emigranten. Die waren alle zu dem Zeitpunkt zwischen 70 und 85 Jahre alt. Die hatten dann zwischen 50 und 70 Jahre, also die Ältesten dann schon 70 Jahre in den USA gelebt. Und wenn die mit anderen bilingualen Menschen der gleichen Sprachen zusammen waren, dann wurde häufig in dieser Art gemischt, nicht? Das ist sehr ordentlich, das können Sie vielleicht hier sehen, nicht? Die Dame stammt aus Bayern und sagt, dann hat seine Frau zu mir gesagt, why are you leaving us now? Und das sagt, because I would like to laugh once in a while. Und dann hat es gesagt, well, I'm here too und so weiter und so. Also sehr ordentlich. Wenn sie aber mit einsprachigen Sprachen, also englischen Verwandten oder ihren Enkelinnen, die also jetzt nur Deutsch sprechen, nur Englisch sprechen, verschwindet das Deutsche vollständig. Und umgekehrt, wenn sie mit deutschen Verwandten am Telefon reden, verschwindet das Englische bis auf diese kleinen, wir nennen sie Diskurspartikel wie well, you know, anyhow. Das sind schon längst neutrale Wanderer zwischen den Welten. Die werden dann nicht mehr dem Deutschen zugeordnet, sondern die tauchen dann auch mal beim Englisch sprechen auf. Aber nur dann, wenn die werden mit dem Englischen zugerechnet, das ist ein bisschen schwierig mit dieser Sprachenvielfalt, ja, dem Englischen zugerechnet, sondern die tauchen dann auch mal im Deutschen auf, wenn man mit deutschen Verwandten am Telefon spricht. Das sind jetzt so zwei unserer Teilnehmer, nicht? Das war jetzt die Dame, die das eben hier gesprochen hat. Ich verzichte jetzt mal auf den Ton, obwohl das sehr unterhaltsam ist, einfach weil ich jetzt dann noch zum Rest übergehe, nämlich zum tatsächlichen Kern des Spracherwerbs. Aber auch hier sehen Sie, ich habe es einfach mal markiert, Sie haben hier eine Sprache und dann die andere Sprache und wieder die eine, also Hintergrundinformation in der einen Sprache, das, was gesagt wird, in der anderen. Und wie in der vorangegangenen Unterhaltung hat diese ganze Unterhaltung nur in einer Sprache stattgefunden. Diese Unterhaltung vorhin mit dem dann hat sie gesagt, well, I'm here too, die fand man auf Deutsch statt. Und diese ganze Unterhaltung, über die berichtet wird, fand mit ihrer Enkelin auf Englisch statt, weil die Enkelin kein Deutsch kann. Also hier werden die beiden Sprachen instrumentalisiert, um den Dialog so ein bisschen zu animieren.
Also die ständige Einsatzbereitschaft der Sprachen bedeutet natürlich auch mal gelegentliche Konkurrenz, aber Kooperation, wie Sie das eben gesehen haben, und letztlich aber auch Konvergenz, denn Sprachen wandeln sich ja auch durch den Kontakt mit anderen Sprachen. Also ständig entstehen neue Sprachen oder andere Sprachen gehen zusammen, und der Sprachkontakt ist ein ganz wichtiger Grund für den Sprachwandel, den wir sozusagen in flagranti erwischen dabei. Also hier wird um Himmels Willen und for heaven's sake gemischt, nicht? Also wir haben nur einen Mund, also es muss irgendwie auf die Reihe gebracht werden für heaven's willen, ja. Und hier etwas, was offensichtlich für die Sprecherin hier hat übrigens hinterher sofort ganz schallend gelacht, ja? Also dass der eigene Monitor entdeckt das dann. Dann hier verbessert sich die Sprecherin auch selbst, das sehen Sie an den Selbstreparaturen, und es braucht ein bisschen, bis die Reparatur dann klappt. I was hoping. Dann all of a sudden geht mir ein Licht auf, sehr ordentliches Code-Switching, nicht? Sehr ordentlich. Und der fühlt nicht gut, hier sehen Sie, wie sich das Lexikon des Deutschen schon wandelt unter dem Einfluss des Englischen. Also diejenigen von Ihnen, die Sprecher des Deutschen kennen, die in englischsprachige Länder ausgewandelt sind, kennen das gerade so von Verben wie fühlen. Da verschwinden die reflexiven Pronomen verschwinden dann, nicht? Der fühlt nicht gut, anstatt er fühlt sich nicht gut. Oder hier wird unter dem Einfluss des Englischen, wird eben dann wenn so verwendet, wie wir es nicht verwenden würden. Also im Hochdeutschen würde man sagen, als ich klein war, oder im Bayerischen müsste diese Sprecherin sagen, wie ich klein war, beispielsweise, nicht? Aber unter dem Einfluss des Englischen hat sich das deutsche System da schon gewandelt. Jetzt könnte man, und das ist jetzt der Übergang zu den Kindern, ich habe glaube ich 17:55 haben wir angefangen, ne? Ich habe glaube ich noch eine Viertelstunde, können die Organisatoren das mal verifizieren, Viertelstunde habe ich, ne? Okay. Ist das okay mit der Geschwindigkeit so? Okay, gut. Also, wie früh können Kinder denn so etwas? Also jetzt meine ich nicht sich versprechen, das tun sie natürlich auch, aber sie kontrollieren ihre Sprachwahl eigentlich sehr, sehr gut, versprechen sich im Grunde relativ wenig, und sie können auch sehr früh ihre Sprachen zu stilistischen Zwecken einsetzen. Also in diesem Fall bei einem Kind, das mit Deutsch und Englisch als simultanen Erstsprachen aufgewachsen ist und dann im Alter von nicht mal 3 Jahren diese Sprachen so einsetzt, wie wir das eben bei den Erwachsenen gesehen haben, nämlich also auch aus stilistischen Gründen. Nicht? Sie hat hier 2 Puppen, versucht, die in einen Laster zu quetschen, und das funktioniert nicht. Und dann sagt die eine Stimme, sagt, I'm trying again, und die andere Stimme, also aus demselben Mund, sagt, oh, geht's nicht, und dann now try again. Oh, geht auch nicht. Also da sehen Sie auch, wie sie die beiden Sprachen nutzen kann, um so einen imaginären Dialog zu inszenieren. Ja, jetzt kommen wir zu den Spielarten des Spracherwerbs. Und im Grunde ist ja der Spracherwerb, wenn man jetzt mal von Fällen extremer Vernachlässigung, extremer Störungen in anderen Bereichen oder den 7-10%, von denen schon die Rede war, also von Kindern mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung absieht, dann ist der Spracherwerb eigentlich ein Selbstläufer und sehr robust. Nicht? Und die Fähigkeit, das habe ich schon gesagt, die Sprache zu erwerben, ist Gott sei Dank angeboren, und die Grundlage einer Erstsprache, die Grundarchitektur ist mit 3 Jahren gelegt, und zwar ohne Instruktion und Korrektur, unabhängig von der Intelligenz und von der Modalität, also Laut oder Gebärde, wenn man den Input, entsprechenden reichhaltigen Input hat. Und das Ganze gilt eben auch für den bilingualen oder doppelten Erstspracherwerb. Also da muss es auch nicht zu Verzögerungen kommen. Es macht sich aber bei bilingualen Kindern schon bemerkbar, dass Sprachen unterschiedlich komplex sind. Und Kinder, die Deutsch und Niederländisch gleichzeitig lernen, haben natürlich mehr Sortierprobleme als Kinder, die beispielsweise Chinesisch und Französisch gleichzeitig lernen. Das sagt uns ja der gesunde Menschenverstand, wenn wir uns mal ein bisschen angucken, wie unterschiedlich die Sprachen eigentlich sind oder wie ähnlich sie sich sind. Das ist etwas, was Ihnen wahrscheinlich, den meisten von Ihnen bekannt sein dürfte. Also wann können Kinder eigentlich ungefähr was? Also sie können bei der Geburt schon den Sprachrhythmus der Sprache der Mutter erkennen, denn sie haben ja 3 Monate lang schon relativ viel gehört. Sie haben schon viel über die Prosodie, über den Rhythmus gelernt. Sie lallen mit 6 Monaten dann auch im Rhythmus der Umgebungssprache. In 12 Monaten etwa produzieren sie die ersten Wörter, wenn sie nicht verspätete Sprechbeginner sind. Und mit 18 Monaten kommen dann auch wieder bei typisch entwickelten Kindern erste Wortkombinationen. Und dann beginnt das Herz der Syntaktiker schneller zu schlagen.
weil man da schon die Grammatik erkennt. Ja? Zum Beispiel in so kleinen Zwei-Wort-Kombinationen, wo Ball rein, sieht man also schon, dass das Kind eine ganz wichtige Eigenschaft des Deutschen erkannt hat, dass nämlich diese kleine Partikel ganz verlässlich am Ende steht. Da Ball wäre auch eine typische Zwei-Wort-Kombination. Gleichzeitig produzieren Kinder in dem Alter schon ganz oft so typische Formeln, also holistische Äußerungen, die man noch nicht in einzelne Wörter segmentieren kann, hier wie pastig oder Daseball, wo das Dase wie ein Wort ist, unanalysiert. Woher wissen wir das? Naja, das gleiche Kind, das Daseball sagt, sagt auch Daseleute, Dasekindern, also auch wenn es sich auf mehrere Dinge bezieht, nicht? Sagt noch nicht da sind beispielsweise, nicht? Bevor ich jetzt Ihnen zeige, wie Kinder das eigentlich meistern, wollte ich doch ganz kurz Ihnen zumuten, zu zeigen, warum die Grammatik so wichtig ist. Und das wollte ich Ihnen wieder in einem Selbstversuch zeigen. Ganz kurz, was die Grammatik bei uns im Kopf eigentlich leistet. Jetzt versetze ich Sie in die Situation eines 6-jährigen, 7-jährigen Kindes, das Deutsch als Zweitsprache erwirbt, ganz viel weiß über die deutsche Grammatik schon. Sie erkennen die potenziellen Verben. Sie haben auch eine Ahnung, dass das wohl etwa eine Form in der Vergangenheit ist, nicht? Hier, Frohlte. Sonst verstehen Sie nicht viel. Nicht? Sie wissen, da ist so ein Waler, der tut was. Und da gibt es Tenden, die sind davon irgendwie betroffen. Ja. Auch wenn Sie nichts verstehen, können Sie natürlich schon gleich sagen, der Waler ist klug und Tenden sind morsig. Ja? Also Sie erkennen das als ein Adjektiv. Da ist ein Artikel, dazwischen steht dann in der Regel ein Adjektiv, dann ist das wohl ein Adjektiv, genauso wie hier ein Artikel und dann ist das wohl ein Adjektiv. Auch gleich in der richtigen Form, wie man das hier braucht. Sie können auch eine ganz intelligente Frage stellen, auch wenn Sie nichts verstanden haben. Ne? Brauchen gar nicht wissen, was das eigentlich bedeutet. Ja? Oder Sie können hier dann Nebensätze erzeugen, ne? Und einen Aktivsatz in einen Passivsatz verwandeln. Ne? Also der Baler frohlt die morsigen Tenden oder die Tenden werden gerne gefrohlt. Ja? Sie können auch dann ein Verb in einen Substantiv verwandeln. Es lebe die Frohlerei. Oder eine andere Möglichkeit, ein Verb zu einem Nomen zu machen. Ich habe eigentlich nichts gegen das Frohlen. Ne? Also alles das können Sie, warum? Weil Sie eine Grammatik beherrschen. Und eine Grammatik ist so etwas wie eine kleine Maschine, die ohne dass Sie darüber nachdenken müssten, aus einer Struktur andere Strukturen erzeugen kann. Und das macht das Ganze eigentlich so spannend. Und jetzt zeige ich Ihnen nochmal auch, wie früh Kinder das können, also dieses Umformulieren, auch zu kommunikativen Zwecken eingesetzt. Also hier ein Beispiel, da fragt eine Erwachsene ein Kind, wo ist der Papa? Und das Kind sagt, der siegt. Jetzt haben wir nicht die Zeit, dass ich Sie fragen kann, was das eigentlich heißt. Also sie will im Grunde, der musikt. Sie hat das Nomen Musik, hat das unbetonte, die unbetonte Silbe weggestrichen, was Kinder ja anfangs sehr häufig machen. Dann hat sie das Verb in ein Nomen verwandelt, ne? Der musikt. Aber das Verb stimmt korrekt mit dem Subjekt überein. Und die Erwachsene hat das nicht verstanden. Das können wir nachvollziehen. Ja, das ist Ihnen vielleicht genauso gegangen. Die Erwachsene fragt, er macht was? Und das Kind sagt, er siegt. Nochmal das Gleiche wiederholen. Tun wir generell, wenn jemand was nicht verstanden hat. Und dann umformulieren. Also genau wie wir das mit dem Glockenbaler gemacht haben. Der macht Sieg. Also sie weiß, man kann aus einem Verb ein Nomen machen und sie weiß auch, wenn man aus einem Verb ein Nomen macht, dann muss man es auch mit dem Verb in Übereinstimmung bringen. Abgesehen davon, ich meine, die Äußerung ist jetzt sehr kurz, also hier sehen Sie aber auch, dass das Kind weiß, dass das Verb in der zweiten Position stehen muss. Also es war jetzt ein einsprachiges Kind, 2 Jahre, 2 Monate alt und gar nicht ungewöhnlich. Ne? Jetzt vereinfacht sehen wir, dass wenn die Grammatik aktiv wird, dass die Kinder dann die produktiven Strukturen so von rechts nach links aufrollen. Also die wissen von Anfang an, und das wissen sie natürlich auch schon, bevor sie das selbst produzieren, dass diese Partikel hinten stehen und dass die Partikeln semantisch ganz wichtig sind. Also da ist ja die Information drin in der Partikel. Wenn ich sage aufmachen, zumachen, wegmachen, durchmachen, das Machen ist gar nicht so wichtig. Die wichtige Information semantisch ist in der Partikel. Die Partikel ist auch deswegen praktisch, weil sie nicht flektiert wird. Wir sagen nicht, ich aufe, du aufst, er auft. Ne? Gott sei Dank nicht. Also es gibt auch Wörter, die mal nicht diesen morphologischen Schnickschnack
brauche. Nicht? Und wir merken, dass die infinitiven, die nicht finiten Verben alle ziemlich verlässlich bei den typisch entwickelten Kindern am Ende bleiben, auch wenn dann schon bald, so im Alter von etwa 2,5 Jahren, dann die Verben nach vorne in die zweite Position rücken. Also die Verben machen mobil und die Partikel bleibt dann brav da hinten stehen. Die hat gar keinen anderen, ganz anderen Platz. Also manche Kinder gehen ganz brav durch diese Phasen. Es gibt auch Kinder, die also beides hier schon gleichzeitig machen, die ziemlich früh auch Verben in dieser Verb-Zweit-Position haben. Die Modalverben tauchen auf und dann die Nebensätze im Alter so etwa 3 Jahre. Und dann kommt da vorne eine Konjunktion und dann bleibt das Verb da hinten. Warum? Ich habe es Ihnen vorhin schon mal gesagt. Da vorne ist, wenn diese Position besetzt ist, hat das Verb ja gar keine Chance, hat gar keinen Platz. Also das war jetzt so ein Parfumsritt praktisch durch den Sprachverb. Ich nehme an, das meiste ist Ihnen bekannt. Und das ist im Grunde so ein bisschen wie Halma. Ja? Sie kennen Halma, der Zweck ist, die Knöpfe von der einen Seite irgendwie zur anderen zu bewegen. Wenn Sie strategische Knöpfe haben, kann alles andere drüber wegspringen, aber Sie brauchen die strategischen Knöpfe. Sie brauchen den strategischen Knopf der Partikel. Und dann gibt es noch andere und dann die Verb-Zweit-Position ist ganz wichtig. Und wenn Sie Verb-Zweit haben, kann da vorne dann die Mutter stehen in einem Satz wie die Mutter macht die Tür jetzt auf oder die Tür macht die Mutter jetzt auf. Aufmachen wollte die Mutter die Tür schon lange. Also wenn Sie die Verb-Zweit-Position haben, kann vieles, was eigentlich ganz hinten steht, Sie auch nach vorne bewegen. Also wichtig, die richtigen Knöpfe. Und was machen Sie, wenn Sie die Knöpfe noch nicht haben? Naja, Sie können auch mal was auslassen, ne? Da soll man noch rausmachen, da liegt, also was da liegt, da fehlt ein Relativpronomen. Wir lassen eine Lücke und dann können Sie auch etwas machen, was im Grunde schon lange bekannt ist. Stern und Stern haben das in einem wunderbaren Buch über die Kindersprache 1907 schon beschrieben. Sie können irgendwelche Laute einsetzen, wenn Sie die Architektur haben, aber die Wörter noch nicht haben. Dann können Sie auf, zum Beispiel auf die Frage, warum hast du das Radio ausgemacht, sagen, das so laut ist. Ne? Oder warum ist das kaputt gegangen, ich das runtergeschmissen habe. Also es gibt Kinder, die sehr gerne dann so Platzhalter einsetzen. Das klingt dann so wie ein Rumgestottere. Und wenn man aber mal genauer guckt, dann sieht man, das passiert vor allen Dingen in bestimmten Positionen, auch mal mitten im Satz, für ein Hilfsverb beispielsweise. Und diese Phasen verschwinden relativ schnell, wenn das Lexikon dann aufgeholt hat. Und hier auch zum Beispiel, das klingt dann sehr fortschrittlich, heute deine Ohren abgegangen, nicht abgesehen davon, dass wir sagen würden, sind deine Ohren abgegangen. Aber das Kind weiß, wenn es hier ein Partizip hat, braucht es hier ein Hilfsverb. Und dann bilinguale Kinder, die können natürlich auch etwas anderes, die können sich bei ihrer anderen Sprache etwas leihen. Die brauchen dann nicht diese undifferenzierten. Also das ist frühe bilinguale Kompetenz und damit komme ich jetzt ganz schnell auf den doppelten Erstspracherwerb. Ich habe jetzt noch 5 Minuten nach meiner Uhr, das schaffe ich vielleicht auch gerade noch. Also auch der doppelte Erstsprach ist kein Störfall. Die Kinder können sich, wenn sie typisch entwickelt sind, sonst keine Probleme haben, normal entwickeln, können aber auch eine dominante Sprache wählen. Also nicht alle Kinder, die im Elternhaus mit 2 Sprachen konfrontiert werden, machen diese Sprachpolitik mit, sondern da muss man von Seiten der Eltern auch entsprechend tolerant sein und sagen, also früher oder später wird er vielleicht auch Spaß haben an dieser anderen Sprache. Die Kinder verstehen die andere Sprache in der Regel natürlich, auch wenn sie sie nicht unbedingt sprechen. Kinder können die Sprachen früh trennen, also in dem Moment, wo sie Wörter kombinieren, also mit 18 Monaten, wenn sich die Sprachen hinreichend unterscheiden, wissen die Kinder auch, dass sie auf unterschiedlichen Schienen sitzen. Und sie können auch ihre Sprache früh partnergemäß wählen, also in einem mehrsprachigen Elternhaus den Vater auf Spanisch ansprechen und die Mutter auf Deutsch beispielsweise. Sie haben aber auch früh bestimmte Hypothesen, warum wohl wer welche Sprachen spricht. Sie fragen dann die Eltern, sprechen alle Väter Spanisch? Oder sie haben auch Hypothesen, dass nur Frauen bestimmte Sprachen sprechen. Das hatten wir auch in einem Projekt. Da war eine Mutter hat mit ihrem kleinen Sohn Englisch geredet, der Vater Deutsch, der kleine Junge hat nur Deutsch geredet. Und der hatte eben die Hypothese, dass nur die Frauen Englisch sprechen. Und der war dann bereit, Englisch zu sprechen, wenn er für eine kleine weibliche Puppe sprechen sollte. Was gut dokumentiert ist, sind Mischphasen. Also Mama hat das Fix-It, ich habe gemade you much better, was für Noise it makes.
Das sind ganz typische Äußerungen für die Phase zwischen 2 und 3 Jahren, wenn sich auch in der Grammatik ganz viel tut. Und das ist kein Grund zur Beunruhigung, weil die Kinder dann häufig die Lücken der einen Sprache mit Hilfe der anderen stopfen. Und die Sprachen auch sich unterschiedlich schnell entwickeln können. In mancher Hinsicht ist Deutsch leichter als Englisch für Kinder beispielsweise. Und dann entwickeln sich bestimmte Strukturen im Deutschen schneller als im Englischen, obwohl die Kinder vielleicht ganz viel Input auch im Englischen haben. Und dann stellen wir auch sehr früh fest, dass Kinder ausgesprochene metasprachliche Kompetenzen haben hier. Ich habe einen Zug gebaut in Kita, die Mutter sagte, they say clever Hannah. Nein, brave Hannah, cause it's German. Also sehr explizite Kommentare. Das ist jetzt noch nicht meine letzte Folie, aber fast, ja. Also ein Kind hat mal zu mir gesagt, ein 6-jähriger Junge, man könne doch auch sagen, anstatt thank you very much, thank you very dreck. Also das war jetzt ein Witz, den ich nicht so schnell verstanden habe wie Sie. Und das liegt aber auch wieder nahe aufgrund dieses Netzwerks, nicht? Also much, Deutsch much und Englisch much sind aufgrund der Form verbunden. Und dann natürlich, Deutsch Dreck ist ein Oberbegriff von much. Und da sehen Sie auch, dass mir beim Durchsehen der Folien, dass ich übersehen habe, dass da ja ein englisches Wort noch drin steht hier. Nicht? Apropos Vernetzung, also mehrsprachiger Humor. Ja, der letzte Erwerbstyp, zu dem ich ganz kurz was sagen möchte, ist der frühe Zweitspracherwerb. Und man hat sich gefragt, als man begann, das mal intensiver zu erforschen, ob die Kinder denn jetzt Deutsch erwerben, als ob sie Erwachsene wären. Also produzieren die dann das Deutsch so, wie wir das aus den ersten sogenannten Gastarbeitergenerationen kennen? Und die Antwort ist nein. Erwerben sie denn das Deutsche so, als ob sie ein Kind mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung wären? Und obwohl die Strukturen zwischenzeitlich ähnlich aussehen, ist die Antwort auch da nein, weil die Kinder, die der zweiten Sprache sehr viel Input haben, viel schneller vorangehen, als das Kinder bei einer typischen Sprachentwicklungsstörung tun. Und für die Kernbereiche würde man sagen, wenn Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren mit einer neuen Sprache in Kontakt kommen, mit dem Deutschen in Kontakt kommen, dann sehen wir noch dieselben Phasen, die sie durchlaufen, wie Kinder, die Deutsch als Erstsprache erwerben, für die regelgeleiteten Kernbereiche. Und dieses Kind, was ich Ihnen am Anfang vorgespielt habe, die hatte nach 1 Monat Deutschkontakt, neben Einwortäußerungen auch 2-Wortäußerungen, schon hier mit einem Artikel, den es in ihrem Arabisch gar nicht gibt, nicht? Also Strukturen, die sie in der Erstsprache gar nicht hat. Sie weiß, dass wenn ein Verb auftaucht, sollte es hinter allem anderen stehen. Also die Äußerungen sind natürlich sehr kurz, ja, aber sie weiß, die Verben stehen dann in der 2. Position. Sie produziert Strukturen, die auch monolinguale Kinder produzieren würden und auch Formeln. Und dann nach 4 bis 8 Monaten weiß sie, dass es 2 Positionen für die Verben im Deutschen gibt. Hab nicht Angst habe, sagt sie, diese Elefant geht, Disco geht. So eine Doppelung ist auch ganz typisch für Phasen des Spracherwerbs, nicht? Und sie weiß auch, dass vor dem Verb in der 2. Position nicht nur das Subjekt stehen kann, sondern Deutsch ist ja eine Sprache mit sogenannten Verb-Zweiteffekten. Sie sagt auch, keine Platz mehr habe ich hier. Also ein direktes Objekt kann mal hinten stehen und kann auch mal vorne stehen. Und ihre Liebe für die Märchen hatte sie also auch schon ganz früh. Sie sehen, sie ist sich selbst treu geblieben. Sie sagt ja ich mag einfach Märchen, nicht, weil ich auch Märchen mache. Also nach einem knapp halben Jahr bis zu einem Jahr hat das Kind die Grundstruktur des Deutschen erschlossen. Und was ganz wichtig ist, dass die Kinder, die früh Verben haben, auch diejenigen sind, die eigentlich diese Satzklammer sich gut erschließen können. Verben sind wichtig, A, was die Struktursignale angeht, aber auch was die Satzbedeutung angeht. Denn ein Verb evoziert immer eine ganze Geschichte. Wenn ich von geben rede, dann habe ich einen Geber, etwas, was gegeben wird, und einen Empfänger. Nicht, wenn ich jagen sage, dann habe ich einen, der jagt, jemand, der gejagt wird. Nicht? Also Verben haben ein gewisses Drama schon in sich eingebaut. Das heißt, Kinder suchen, das menschliche Gehirn sucht gewissermaßen nach diesen Mitspielern dieser Verben. Und jetzt hier nur ganz kurz, dass Sie sich das grafisch ein bisschen einprägen. Kinder, die früh Verben haben oder früh Verben verwenden, das ist die obere Kurve, die haben nach einer ganz kurzen Phase, ein paar Monate nur, wo die Verben nicht in Verb 2 sind, stehen sie in Verb 2 und sie sind in der Regel korrekt fliktiert. Genau das Gleiche haben wir ja bei den Erstsprachlernern entdeckt in den 80er Jahren. Und wir waren eigentlich ganz verblüfft, als wir merkten, dass in dem Moment, wo Verb 2 da ist, sind die Verben in der Regel auch korrekt. Kinder, die kaum Verben haben
Und erst nach einem Jahr, also dann mal Verbvokabular aufbauen, die machen am Anfang produzieren zum Beispiel lange Strukturen, aber ohne Verben und haben eben auch Verbzweit nicht. Ja. Also sagen dann zum Beispiel hier, Celine auch Geburtstag, Mama. Also Celines Mutter hat auch Geburtstag. Wollen schon sehr viel sagen, aber sie haben die Strukturen nicht, sie haben die Verben nicht. Und dann, wenn sie die Verben haben, geht das ganze System eigentlich nach oben. Tja, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich sage nur ganz kurz, Kinder haben große Probleme in den Ausnahmen, in Bereiche, in denen wir viele Ausnahmen haben. Das sind zum Teil auch Bereiche, in denen unsere Dialekte sehr labil sind oder sich sehr unterscheiden. Also zum Beispiel, deutsche Dialekte unterscheiden sich sehr in der Form der unregelmäßigen Verben. Ich sage ja, ich lalle, du lallst, er lallt. Warum soll ich denn dann sagen, ich falle, du fällst, er fällt? Nicht, also ist wahrscheinlich auch im österreichischen Deutsch schon ganz anders. Also für Ausnahmen braucht man ja dann, die muss man ja mindestens einmal hören. Also auch da überraschen uns diese Bereiche überhaupt nicht. Um ihn und ihm zu unterscheiden, muss ich das ja mal gehört haben. Nicht? Und das kann man eben nicht auf Distanz gut hören. Also man muss dem Vokabular und man muss den unregelmäßigen Formen mindestens einmal begegnet sein. Tja, jetzt komme ich zum Abschluss. Warum ist die Förderung eigentlich nicht erfolgreicher? Und Sie haben vielleicht verfolgen können, dass in Deutschland dann immer wieder sehr negative Berichte über Sprachförderung durch die Presse gingen. Es gibt dazu ein Buch von der Baden-Württemberg-Stiftung und da werden diverse Evaluationen zusammengefasst. Und worauf sich die Evaluatoren einigen konnten, war, dass der Beginn der Förderung da oft zu spät war, also zu knapp vor Schulbeginn. Die Kinder hatten gar keine Zeit, um sich Grundwissen anzueignen. Die Förderung war zu unsystematisch und eben zeitmäßig zu knapp. Setzte auch zu spät ein. Die Rahmenbedingungen waren also völlig ungünstig. Also Spracherwerb funktioniert nicht so gut im Chor, nicht? Also sie brauchen da schon kleine Gruppen. Die Lautstärke in den Einrichtungen war oft so, dass man viel gar nicht hören konnte. Viele Stunden sind ausgefallen. Zu dem Zeitpunkt waren die Fachkräfte oft unerfahrene Einzelkämpfer. Viele von denen haben zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt vor der Aufgabe gestanden, Sprache zu fördern und hatten gar nicht genug Know-how dafür. Sie hatten große Wissenslücken, das Handlungsrepertoire fehlte ihnen nicht. Das ist inzwischen ein bisschen anders geworden, aber das gilt für den Zeitraum dieser Evaluation. Es gab kaum Kooperationen mit den Eltern und dann waren die Evaluationen der Förderung selbst höchst problematisch. Die Messinstrumente waren wieder nicht geeignet für die Kinder, nicht? Man hat nicht geprüft, was gefördert wurde. Man hat einfach diese Instrumente eingesetzt, hat den Passiverwerb angeguckt, selbst wenn in der Förderung man nie Passivsätze produziert hat. Nicht? Also es gab eine ganze Fülle von Kontrollgruppen. Von daher wäre es eigentlich ein Wunder, wenn die Evaluationen besser ausgefallen wären. Die Bedingungen waren zu schlecht und auch die Instrumente waren zu schlecht. Das mache ich jetzt nicht. Ich hätte Ihnen gerne noch was zum Sprachverstehen gezeigt. Das übergehe ich jetzt einfach mal. Ich wollte Ihnen nämlich zeigen, was man rausfindet, wenn man wirklich mal berücksichtigt, dass die Kinder Zweitsprachlerner sind und dass Spracherwerb Zeit braucht, auch dass Sprachverstehen viel Zeit braucht. Also abschließend, was brauchen Kinder denn nun? Sie brauchen möglichst frühen, regelmäßigen, variationsreichen und komplexen Input. Also keine einfachen Strukturen, sondern variationsreich, komplexen Input. Die Kinder können in der Regel ja auch raten, worum es geht, wenn sie sehen, was jemand gerade tut, während er mit ihnen spricht, er oder sie mit ihnen spricht. Sie brauchen kompetente Sprachvorbilder und das schließt auch ein, dass das interessierte, taktvolle Gesprächspartner sind. Also die eben nicht sagen, nochmal im ganzen Satz bitte. Man braucht Rahmenbedingungen, die Gespräche möglich machen. Also auch die bestens qualifizierte Sprachförderkraft kann ja auf keinen grünen Zweig kommen, wenn die Rahmenbedingungen zu schlecht sind. Und da ist es ganz wichtig, dass man von der Basis her insistiert, wenn sie schon gut qualifiziert werden soll oder sind, dass sie auch die Arbeitsbedingungen haben dann, indem sie das alles einsetzen können, was sie wissen. Man braucht einen geteilten Aufmerksamkeitsfokus. Wenn ich mit Ihnen spreche, müssen Sie auf die gleichen Dinge gucken, auf die ich auch gucke. Sie müssen sehen, womit ich hantiere. Und Sie brauchen eben Gelegenheit, sowohl zum Zuhören, auch anderen Kindern zuzuhören und zum eigenen Sprechen. Das ist ganz wichtig.
Tja, was brauchen also wir, um Rahmenbedingungen zu verbessern? Ich denke, selbstbewusste, mutige Teams in den Kitas und den Schulen jeder Art. Also das gilt auch für die weiterführenden Schulen. Man muss sich klar darüber sein, dass wir hier mit Lernern zu tun haben, dass wir es mit Lernern zu tun haben, denen wir ja erstmal zeigen müssen, was sie lernen sollen. Also wir müssen denen ja erst einmal was anbieten. Wir brauchen entsprechende Weiterqualifizierungs- und Coaching-Angebote, Schulterschlüsse über Fachgrenzen hinweg, also was Sie hier mit Ihrem Netzwerk beispielsweise tun, ist eine ganz wunderbare Voraussetzung für gelingende Sprachförderung und natürlich Kooperationen mit den Eltern. Aber was wir schon haben, denn an den Kindern liegt es nicht, wir haben wirklich starke Verbündete, denn Kinder haben die Kompetenzen, sich mit uns von Anfang an kommunikativ, also auf uns einzulassen, und das macht ihnen Spaß. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.